oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android-App, der App Urlaubsgruß-Postkarten-App. Aktuelle Versionsnummer, erforderliche Android-Versionsnummer und die Größe variieren je nach Gerät und bei 2485 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,2 Sternen. Mit der Postkarten-App von urlaubsgruß.com versendest du deine eigenen Urlaubsbilder als echte Postkarte. Klassische Postkarten verschickst du bereits ab 1,69 Euro und Jumbo-Postkarten ab 2,29 Euro. Übrigens, wir schenken unseren Neukunden je einen Gutschein für eine kostenlose Postkarte. Also wenn ihr da ein Kontenkonto anlegt, bekommt ihr einen Gutschein für eine Postkarte per Mail gratis. Schöne Sache, kann man mal ausprobieren. Vielleicht gefällt es einem, vielleicht gefällt es einem nicht. Wie gesagt, eine Postkarte kostet 1,69 Euro für den Versand nach Deutschland. Der Versand einer Postkarte in alle anderen Länder weltweit kostet 2,14 Euro. Innerhalb von Deutschland mit 1,69 Euro ist das bis jetzt tatsächlich das günstigste, was ich gefunden habe. Die meisten sind eher so 1,99 Euro. Und auch das finde ich für eine persönliche Postkarte, weil persönliches Bild, gut, der Text ist natürlich draufgedruckt und so, aber finde ich auch noch vollkommen in Ordnung. Nett als Alternative zu WhatsApp und Co. Ja, mal eine echte Postkarte kriegen, finde ich schön. Ich mag das. Die App ist nicht die schönste, also die UI. Die ist übersichtlich und man weiß, wo man hinklicken muss, um das zu bekommen, was man bekommen möchte. Aber schön, ganz ehrlich, ist was anderes. Aber darauf kommt es ja vielleicht auch nicht immer nur an, aber ich achte da halt gerne drauf als ehemaliger iOS-Nutzer. Finde ich ja immer noch, die meisten Android-Apps von der UI kommen nicht an die UI von iOS ran. Aber gut, anderes Thema möchte ich jetzt gar nicht vertiefen. Wollt ihr eine Postkarte vom Handy verschicken? Guckt euch Urlaubspostkarten-App an. Ganz einfach. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.